Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man ein kleines, cooles Haus bauen kann. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an damit. Und zwar platzieren wir zunächst drei Stammblöcke von oder aus Eichenholz so rum. Dann lassen wir dazwischen drei Blöcke frei und machen das gleich nochmal. Dann machen wir hier unten den Block zu Cobblestone und dann links und rechts davon nochmal ein Cobblestone. Und hier links und rechts kommt ein ganz normales Eichenholz und oben nochmal eine Eichenholztreppe. Dann gehen wir hier rein und platzieren dann, wenn wir so stehen, die Tür. Dann haben wir nämlich schon mal den Eingang fertig. Und dann können wir auch weitermachen. So platzieren wir hier nochmal ganz normale Stammblöcke, dann normales Holz und wieder ein Stamm. Und so soll dann das Ganze aussehen. Als erstes machen wir dann hier drei Cobblestone-Blöcke hin und hier auch nochmal drei. Und hier vorne machen wir das gleiche, was wir eben gemacht haben, nochmal. Das bedeutet wieder hier die Stämme, drei Blöcke dazwischen freilassen. Und diesmal machen wir hier keine Tür rein, sondern machen hier einfach alles voll mit Blöcken. Dann wieder hier so ein Dreieck quasi und dann sollte das ungefähr so aussehen. Hier vorne machen wir Fenster hin, das bedeutet, dass wir den mittleren Block freilassen, also so in etwa. So. Und so eine Einheit hier quasi bauen wir hier jetzt noch zweimal hin. Das bedeutet, wir dreimal Cobblestone, hier dreimal Cobblestone, in die Mitte kommt hier wieder Stamm. Und dann machen wir hier wieder Platz für ein Fenster. Beziehungsweise hier mache ich, glaube ich, gar keine Fenster. Das könnt ihr euch natürlich selber aussuchen, wo ihr Fenster haben möchtet. Ich mache es jetzt, glaube ich, mal so. Und hier machen wir das Ganze nochmal. Das bedeutet, hier drei Blöcke freilassen, dann wieder ein Stamm, drei Blöcke freilassen. Hier machen wir Cobblestone hin. Dann mache ich hier, glaube ich, wieder Fenster. So, das sieht ganz gut aus. Hier mache ich dann nochmal ein bisschen Gras hin. Und das Ganze sieht doch schon mal ganz gut aus. So, das nächste, was wir jetzt machen, ist das Dach. Das ist gar nicht so schwierig. Und zwar machen wir hier vorne einmal Halbsteine hin. Dann machen wir hier ganz normale Treppen hin. So, und hier wieder ein Halbstein. Jetzt machen wir das, dass das vorne ein bisschen besser aussieht als so. Und zwar machen wir dafür hier umgedreht eine Treppe hin. Und hier auch. Dann machen wir hier die Treppe noch ein bisschen weiter. So in etwa. Hier oben machen wir dann einen Block, der so rumgeht. Und oben einen Block, der so rumgeht, auch wieder aus Treppe. So sollte das ungefähr aussehen. Und unter die hier tun wir dann nochmal Halbsteine. Und dann sollte das Ganze in etwa so aussehen. Und das machen wir hier vorne jetzt nochmal genauso. Bedeutet hier wieder Halbsteine hin. So, dann Treppe, 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 Treppe. Und hier kommt gar keine Treppe hin, das war falsch. So, also hier Treppe, Treppe. Hier die umgedrehten Treppen jeweils. So, und dann hier oben. Und dann so und dann wieder die vier Halbsteine. Dann müsste das Ganze so aussehen. Das gleiche machen wir dann nochmal hier vorne. Das bedeutet, hier machen wir es dann wieder so, dass hier quasi die umgedrehte Treppe direkt ist. Und hier auch. Ich muss hier einen weiter rüber so. Hier muss hier auch einen weiter rüber. Oder? Ja, muss einen weiter rüber, genau. Und dann machen wir hier eben Treppe, Treppe. Hier Treppe, Treppe. Dann machen wir das Ganze hier nochmal schnell fertig zu so einem Dreieck. Und zwar machen wir dafür wieder das Ganze, wie wir es eben auch schon gemacht haben. Und dann hier wieder Treppen hin. So. Dann hier wieder so rum, dann die vier Halbsteine, so zack. Dann machen wir hier erstmal eine Reihe mit Halbsteinen drumherum ums Haus, beziehungsweise machen wir hier vorne eine Treppe hin, so in etwa. Sieht das Ganze noch ein bisschen, ja, ein bisschen besser aus. Und dann, was wir jetzt machen, ist, wir machen hier erstmal, in dieser Ecke machen wir dann auch nochmal einen Stamm, das sieht von innen ein bisschen besser aus. Und dann machen wir ganz normal das Dach einfach mit den Stufen fertig. So, das kann ich ja eben mal schnell machen, das ist ja nur ein kleines Haus. Normalerweise würde ich das ja jetzt schneiden, aber es geht ja relativ schnell hier. Dementsprechend kann ich das, denke ich, mal drinnen lassen. Und die Materialien, die ich hier benutze, könnt ihr euch natürlich auch frei aussuchen. Also, falls ihr irgendwie das Holz nicht mögt oder gerade nicht irgendwie in eurer Survival-Welt habt, könnt ihr natürlich auch andere Blöcke dafür nehmen. Ihr könnt auch Steine nehmen oder Quarz oder sowas. Und ja, so sollte es dann aussehen insgesamt. Hier oben machen wir dann nochmal eine Reihe mit Halbstein. So in etwa. Hoppala. So. Und was wir dann machen ist, wir platzieren hier einen Halbstein. Nee, gar nicht wahr. Wir machen das ein bisschen anders. Wir machen hier einen Halbstein, hier einen Halbstein, hier einen Halbstein. Und machen dann hier und hier ein. Und dann nochmal hier und hier. Dann haben wir immer quasi einen Block frei und dann einen Block etwas erhöht. Das sieht jetzt auch nochmal ein bisschen besser aus. Und dann können wir uns auch schon um die Fenster kümmern. Die schmeißen wir hier mal schnell rein. Insgesamt, glaube ich, vier Fenster haben wir gemacht. Ja, genau. So, perfekt. Das nächste, was wir dann machen, ist auf dieser Seite hier einen Ofen, beziehungsweise einen Kamin. Und zwar machen wir das aus den Stone Bricks, oder nee, einfach nur aus Bricks, nicht aus Stone Bricks, das wären ja die hier. Sondern wir nehmen ganz normale Bricks und davon noch die Treppen, wenn ich die finde. Die müssen ja theoretisch hier irgendwo, ja, da haben wir sie. Und dann machen wir von innen ein Lagerfeuer nämlich, das wird dann quasi so der Kamin. Und da brauchen wir noch Cobblestone dafür. So machen wir dann hier an die Außenwand erstmal so eine kleine Konstruktion quasi. Und zwar platzieren wir hier einen ganz normalen Block hin und dann da oben drauf einmal eine richtig rumme und einmal eine falsch rumme Treppe. Und das Ganze machen wir dann eben auch nochmal. Dann sollte das dann einfach so aussehen. Und dann von links und von rechts jeweils nochmal eine Treppe dagegen. Und dann machen wir hier oben auch nochmal eine Treppe hin. So sollte das dann in etwa aussehen.
Und dann machen wir noch einen kleinen Schornstein, dafür nehmen wir dann nochmal Knöpfe dazu und auch nochmal Spruce Trapdoors quasi. Und die soll hier hin, würde ich sagen. Oder der soll hier hin, der Schornstein. So, machen wir dafür 3 Blöcke insgesamt, glaube ich. Oder sieht das doof aus? Ich glaube, wir nehmen 2 Blöcke, sieht ein bisschen besser aus. Dann machen wir hier links und rechts jeweils einen Knopf gegen. Machen dann hier oben das Lagerfeuer rauf. Und das Lagerfeuer umranden wir dann mit den Falltüren. Dann sieht das Ganze in etwa so aus. Und ich denke, das geht. Das kann man so lassen, auf jeden Fall. Jetzt kümmern wir uns um das Innenleben noch ein bisschen. Ist eigentlich auch gar nicht so schwierig. Und zwar machen wir hier zunächst den Kamin hin, würde ich sagen. Dann machen wir dann hier erstmal 2 solcher Blöcke. Machen dann hier unten erstmal ein bisschen Platz, dass wir hier auch arbeiten können. Machen dann hier das Lagerfeuer hin, würde ich sagen. Dann machen wir hier 2 ganze Blöcke hin. Dann hier jeweils so eine Treppe. Gehen dann hier so zur Mitte hin quasi. Muss ich den Block hier mal wegmachen so. Dann schnell wieder ins Haus rein. Dann sollte das Ganze so ungefähr aussehen. Und dann machen wir hier, denke ich, einen Block so und einen Block so. Beziehungsweise, ich glaube, da machen wir einfach das Dach hin. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Wir machen das einfach so nach oben. Und jetzt kümmern wir uns noch ein bisschen ums Dach, damit es ein bisschen besser aussieht. Dafür schnappen wir uns dann nochmal die Halbsteine, beziehungsweise auch die Treppenstufen. Und die legen wir jetzt hier einmal lang quasi. Also auch da in der Ecke. So. Dann hier um die Ecke rum. Dann sollte das ungefähr so aussehen. Und dann machen wir hier, da können wir auch eigentlich ganze Steine für nehmen, auch nochmal eine Reihe mit dem Holz. Weil jetzt sieht man nämlich hier diesen einen Block da nicht mehr. Das ist ganz gut. Und was wir dann machen, ist, wir holen uns Laternen. Damit machen wir nämlich das Licht von oben. Und dann würde ich sagen, machen wir jeweils hier in die Mitte ein und hier in die Mitte ein. Oder hier ist das gar nicht die Mitte. Dann machen wir den hier ein weiter nach hier. Also wir gehen von dieser Wand aus. 2 zur Seite und 2 lassen wir frei da oben und dann kommt die Laterne. Das Ganze hier wieder auch. 2 frei und dann kommt die Laterne. Und dann machen wir da nochmal so ein Muster rein mit Falltüren, würde ich sagen. Einmal machen wir es, indem wir so rumstehen und einmal so rum, weil dann ändern sich hier diese grauen Sprossen quasi. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und den hier machen wir so rum und so rum. Und hier dann so rum und, nee, jetzt ist ja doof, jetzt müssen wir das nochmal ändern. Nee, wobei, jetzt passt es, ja okay, jetzt ist gut. Das könnt ihr natürlich auch einfach weglassen, wenn ihr das doof findet, aber ich fand es jetzt eigentlich ganz cool. Und jetzt würde ich sagen, richten wir hier noch ein bisschen weiter ein. So, schnappen wir uns zunächst einmal ein bisschen roten Teppich, machen den hier vorne hin, hier kommt nämlich das Bett hin dann gleich. So, jetzt gehen wir damit bis zu diesen Stämmen quasi, dann machen wir da einmal das Bett hin, oder das Doppelbett vielmehr. So würde ich sagen, sieht das ganz gut aus. Dann holen wir uns nochmal hier die Treppen. Was machen wir denn hier hin? Dann haben wir da so einen kleinen Raumteiler so ein bisschen. Und dann holen wir uns nochmal den Zaun aus demselben Holz, wieder aus Fichte. Und machen den hier zweimal hin. Das gleiche können wir hier eigentlich auch schon mal direkt machen. Sieht dann noch ein bisschen so nach Stütze aus quasi. Ist eigentlich ziemlich cool. Was wir dann hier noch machen ist, wir machen hier so einen kleinen Tisch hin quasi. Da kommt dann so eine Ender Chest noch drauf. Die habe ich immer gerne beim Bett eigentlich. Und dann machen wir hier vorne, denke ich, einen Armor Stand hin. Da haben wir ihn. So. Sieht ja auch eigentlich ganz gut aus und hier können wir dann noch vielleicht eine Pflanze hinstellen. Schauen wir mal. Nehmen wir mal einen Flower Pot und Bambus. Das sieht eigentlich auch immer ziemlich cool aus. Und hier an die Wand können wir dann entweder zum Beispiel eine Karte machen von unserer Welt oder in dem Fall nehme ich jetzt mal hier einfach ein Gemälde. So, zack. Sieht doch ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, machen wir hier vorne auch nochmal irgendwie eine Kiste hin. Haben wir hier nochmal ein bisschen Stauraum. Beziehungsweise machen wir jetzt erstmal den Fußboden, den habe ich ganz vergessen. Dafür könnt ihr natürlich auch wieder jedes Material nehmen, was ihr möchtet. Ich nehme jetzt hier mal das Spruce Pot. Einfach damit es hier ein bisschen einheitlich aussieht. Dann ändern wir den ganzen Fußboden hier einmal. So, außer natürlich beim Feuer. Da ist ja ein bisschen blöd, wenn da Holz wäre. Das würde ein bisschen komisch sein, einfach so vom Gedanken her. Und deswegen lassen wir hier den Cobblestone. Und dann würde ich sagen, lassen wir das so. Das nächste, was wir jetzt noch machen, ist natürlich so dieses ganze Zeug, was man in so einer Survival-Welt halt braucht. Crafting Table, Öfen und sowas alles. Da haben wir auch noch Öfen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einfach ein Crafting Table hin. Hier einen ganz normalen Ofen, hier ein Blast Furnace. Hier machen wir dann nochmal so einen Zaun hin. Da oben drauf können wir nämlich so eine Art Regal bauen. Das sieht eigentlich auch immer ziemlich cool aus, wenn man das dann so lässt. Und ansonsten können wir natürlich auf diese Seite auch noch was bauen. Machen wir hier, denke ich, nochmal 2 Kisten so hin. Und hier machen wir dann den ganzen Block hin, machen da nochmal einen Armor Stand drauf, weil hier sind ja 2 Betten, dementsprechend auch 2 Armor Stands. Und dann können wir das eigentlich schon so lassen. Wir können jetzt hier in die Mitte natürlich auch nochmal einen Teppich bauen. Das ist eigentlich auch immer ganz cool. So. Kann man hier so reingehen. Machen wir hier vielleicht überall Teppich. Okay, das sieht komisch aus. Ich glaube, ich lasse es einfach so. Hier ist so ein kleiner Teppich nochmal. Und hier vorne können wir dann auch wieder theoretisch ein Bild hinbauen. Oder eine Karte oder sowas. Aber ich denke, ich mache jetzt auch wieder Blümchen hin. Nehmen wir mal die hier und die rote auch noch dazu. Machen wir hier 2 hin. Sieht nochmal ein bisschen schöner aus. Und ich denke, das war eigentlich das Tutorial so insgesamt. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Haus in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat und ihr könnt natürlich hier noch ein bisschen was ändern, was ihr möchtet.
und natürlich auch die Einrichtung anders machen, wenn ihr wollt. Aber ansonsten hoffe ich, wie gesagt, es hat euch gefallen und ich konnte euch inspirieren. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.